Der Protest gegen die Rentenreform in Frankreich wird immer radikaler. Bei diesem neuen Aktionstag wird in 277 Städten Frankreichs demonstriert. In Paris sind zwischen 67.000 und 330.000 Demonstranten auf den Straßen, darunter zahlreiche Studenten und Schüler. Auch sie fühlen sich von der Rentenfrage betroffen. Der Staatschef kann mit seiner Regierung doch nicht eine so wichtige Reform über die Zukunft der Renten durchboxen, wenn 3/4 der Bevölkerung dagegen demonstrieren, meint der Führer der Gewerkschaft CGT. Auch die beiden Sozialistinnen Ségolène Royal und die Parteivorsitzende Martine Aubry verurteilen die Missachtung, mit der die Regierung dem Protest begegnet. Der Einzige, der diese Blockade hier beenden könnte, ist der Präsident. Er braucht nur auf die Forderung der Gewerkschaften einzugehen und die Debatte über die Reform im Senat aussetzen. Auch in Toulouse und Marseille macht sich der Ärger der Franzosen Luft. Sie protestieren gegen die Rentenreform. 67 statt 65 Jahre sollen sie künftig arbeiten, um eine volle Rente zu beziehen. Doch schon lange ist der Massenprotest auch Ausdruck der generellen Unzufriedenheit mit der Politik von Staatschef Nicolas Sarkozy. Bestreikt werden Busse, Bahnen, Flughäfen und Ölraffinerien. Immer mehr Tankstellen fehlen Benzin und Diesel. Autos bleiben stehen. Ich fahre normalerweise mit dem Auto zur Arbeit, aber es gibt kein Benzin mehr. Also will ich den Zug nehmen, doch die streiken auch. Nicht nur die Gewerkschaften protestieren gegen die Rentenreform. Studenten, Lehrer und Schüler haben sich ihnen angeschlossen. In Toulouse versammelten sich am Dienstag offenbar 150.000 Menschen. In Marseille sollen es 230.000 sein. Wenn Sie wollen, dass Frankreich lahmgelegt wird, dann kriegen Sie das. Ich bin 26 und erlebe, wie sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Heute kämpfen wir für unsere Rechte und für unsere Renten kämpfen wir bis zum Ende. Wenn die Regierung sich weigert, legen wir Frankreich lahm. Die Regierung will unter anderem das Renteneintrittsalter von 60 auf 62 Jahre anheben. Die Mehrheit der Franzosen unterstützt die Proteste. Diese Woche will das französische Parlament die Änderungen beschließen. Die Gewerkschaften haben angekündigt, ihre Proteste auch dann fortzusetzen.